Hallo zusammen. DeFi Portfolio auf Polygon, zweiter Teil. Endlich geht's weiter. Ich freue mich. Was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben also angefangen mit einem neuen Portfolio auf Polygon und haben ganz am Anfang angefangen. Wir hatten noch keine Assets auf der Matic Blockchain auf Polygon und haben dann als erstes einmal Matic Tokens gekauft. Die haben wir übertragen über eine Token Bridge rüber nach Polygon. Und dann haben wir noch quasi MetaMask eingerichtet und so weiter. Und am Schluss haben wir unsere Matic Tokens bei Beefy eingelegt, weil wir die da kurz parken wollten. Denn wir wollten eigentlich eine ganz andere Strategie aufbauen. Aber da wir das in mehreren Teilen, in mehreren Schritten machen, wollten wir jetzt die Matic Tokens nicht einfach so in unserem Wallet rumliegen lassen. Das ist ja nun wirklich nicht der DeFi-Style, sondern wir lassen die Assets, die wir haben, natürlich für uns arbeiten und haben deshalb alles erstmal bei Beefy geparkt und eine APY mitgenommen. Ich zeige das jetzt auch mal ganz kurz. So sah das aus. Wir waren also bei Beefy und haben unsere Matic Tokens eingelegt und zwar mit einer APY, die war letzte Woche noch ein bisschen höher. Inzwischen ist die gesunken und zwar auf 8,12% pro Jahr, was natürlich so gut wie nichts ist für DeFi-Verhältnisse. Und jetzt haben wir aber hier, wir hatten 899 Tokens eingelegt und jetzt sind es schon 902. Wir haben also in einer Woche jetzt knapp oder etwas über 2 Matic Tokens verdient. Das ist natürlich nicht weltbewegend, das ist nicht allzu viel. Aber wenn man nochmal genauer hinschaut, wir haben auch unsere Matic Tokens für $1,220 gekauft. Die 899, die wir eingelegt haben. Und jetzt ist unsere Einlage, wie man hier sehen kann, 1,37k Dollar, also das heißt $1,370 wert. Wir haben also tatsächlich ganz hübsch Plus gemacht. In einer Woche haben wir also schon auf eine Einlage von ungefähr 1220 Dollar, immerhin schon über $100, $150 fast verdient in einer Woche bei einer Einlage von $1,200. Das ist schon ganz ordentlich, da kann man nicht meckern. Woher kommen jetzt diese Einnahmen? Woher kommt dieses Plus? Ja, das kommt natürlich aus dem Kurs des Matic Tokens, denn der Matic Token, wenn man sich das hier anschaut, letzte Woche, als wir angefangen haben, war der noch so bei $1,43, meine ich, wäre es gewesen. Und dann haben wir also jetzt, haben wir über die Woche tatsächlich sogar einen kleinen Verlust hinnehmen müssen, denn wir sind zwischenzeitlich mal auf $1,21, sogar auf $1,20 gefallen. Da hätten wir also Minus gemacht, weil unsere APY, die zwei Matic Tokens, die hätten uns hier diesen Verlust nicht wirklich wettgemacht. Zumindest nicht in einer Woche, das ist sowieso schon mal total klar. Und inzwischen ist der Matic Token aber schon wieder auf $1,70 zwischenzeitlich geklettert. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn er da oben geblieben ist. Aber natürlich geht es auch wieder runter. Wir sind inzwischen bei $1,55 und das führt dazu, dass unsere Einlage jetzt also deutlich mehr wert ist. Was haben wir letzte Woche noch besprochen? Ich habe letzte Woche schon mal so grob die Strategie vorgestellt. Das hier ist so ein Ausschnitt aus meinem letzten Video. Leider habe ich genau diese Folie hier, diese PowerPoint irgendwie verloren. Die ist weg. Ich habe die irgendwie gelöscht und natürlich auch direkt danach ganz gründlich den Papierkorb leer gemacht. Also alles weg, muss ich nochmal neu aufbauen. Das habe ich heute nicht geschafft. Mir war wichtiger, jetzt hier ein Video rauszuhauen. Deshalb zeige ich das jetzt hier einfach als Screenshot. Und zwar hatten wir gesprochen über die drei Säulen, mit denen wir hier arbeiten wollen. Und zwar heißen die Potenzial, Sicherheit und Fun. Und wir möchten gerne das Potenzial unserer Matic Tokens nutzen, indem wir die bei Aave einlegen. Das heißt, wir wollen unsere Matic Tokens nicht verkaufen, sondern wir gehen davon aus, dass die Matic Tokens im Wert steigen werden in Zukunft. Deshalb geben wir die nicht aus der Hand. Wir behalten die, wollen das Potenzial, das Kurssteigerungspotenzial der Matic Tokens mitnehmen. Aber wir möchten natürlich es nicht nur dabei belassen, sondern wir möchten gerne trotzdem auch ein bisschen mit unseren Assets arbeiten. Deshalb werden wir die beleihen und werden uns Stablecoins ausleihen. Die Stablecoins, die legen wir dann in einen Stablecoin-Pool. Das gibt uns eine Sicherheit im Sinne von, dass die Stablecoins also quasi uns absichern gegen das Kursrisiko. Denn egal, was mit dem Matic-Token passiert, ob der steigt oder fällt, der Wert unserer Stablecoins, die wir ausgeliehen haben, wird stabil bleiben. Und mit diesen Stablecoins werden wir arbeiten. Die werden wir einlegen in einen Stablecoin-Pool, dann eben entsprechend die Yield generieren und übrigens durch die Einlage der Matic Tokens bei Aave zum Beispiel werden wir auch Yield generieren und diesen Yield, den werden wir kombinieren
und dann in irgendwelche Yield-Farming-Projekte stecken. Und die dritte Säule heißt deshalb Fun, weil wir hier einfach volles Risiko gehen, weil wir einfach darauf achten, dass die APY möglichst hoch ist. Aber wir haben hier fast kein Risiko, denn das sind ja nur die Gewinne aus den anderen Einlagen. Das heißt also, unsere Stablecoins bleiben stabil, unsere Matic können nach oben gehen, können nach unten gehen. Aber wir werden weder die Matic-Tokens noch die Stablecoins direkt hier reintun. Zumindest ist das die Theorie. Und in der Praxis werden wir das vielleicht doch ein bisschen machen, weil wir mit unseren 1000 Dollar vielleicht auch nicht so weit kommen werden. Denn wir wollen ja auch ein bisschen was jetzt an Plus generieren. Ne? Vielleicht nehmen wir einen Teil der Stablecoins und legen die hier mit rein. Aber das ist jetzt alles noch nicht raus. Wir machen ja jede Woche eine neue Folge. Und weil wir jede Woche eine neue Folge machen, ist das also ein eher langfristiges Projekt. Und dadurch wissen wir aber natürlich auch noch nicht, was uns jetzt nächste Woche, übernächste Woche im Markt alles erwartet. Insofern schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Was ist jetzt das Ziel für heute? Ich möchte ganz gerne heute den nächsten Schritt machen und die CDP hier, die Collateralized Debt Position, aufmachen. Das heißt, ich möchte ganz gerne mit euch hier bei Aave die Matic Tokens einlegen und dann möchte ich gerne Stablecoins entnehmen. Und die Stablecoins lassen wir dann einfach mal im DeFi, nehme ich mal an, wir werden die einfach in MetaMask liegen lassen für eine Woche, keinen Yield generieren oder wenn wir es zeitlich schaffen, machen wir noch eine kleine Einlage mit den Stablecoins. Das schauen wir uns gleich mal an, wie die Zeit ist. Aber also das heißt, ich möchte gerne den Potenzial und den Sicherheitsteil heute aufbauen. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch etwas nachholen, was letztes Mal ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Und zwar ist jetzt die ganz große Frage, was ist eigentlich hier das Ziel? Also na klar, das übergeordnete Ziel ist, wir wollen unsere Assets, die wir haben, möglichst gewinnbringend einlegen. Wir wollen also Geld verdienen, total klar. Das ist das übergeordnete Ziel. Aber die Frage ist also, was ist jetzt in welcher Art und Weise, wie wird die Strategie uns hier helfen? Was ist das Ziel dieser Strategie? Und das ist auch immer wichtig, dass man ganz klar, bevor man so eine Strategie anfängt, auch ein Ziel definiert. Denn wenn man das nicht tut, man kann das später natürlich umdefinieren, aber wenn man das nicht tut, dann weiß man natürlich nicht ganz genau, wo man hin möchte und dann wird man immer wieder wechseln und hin und her schwanken und so und kann eigentlich auch den ganzen den Erfolg dieses ganzen Projektes nicht wirklich beurteilen. Also man kann dann natürlich sagen, ja, ich habe jetzt mehr Geld als vorher, aber die Frage ist natürlich, habe ich jetzt quasi gut gearbeitet oder schlecht gearbeitet? Habe ich jetzt weniger Geld verdient als erwartet oder habe ich mehr Geld verdient als erwartet und so weiter? Und dazu müsste man im Grunde mal ein bisschen sich den gesamten Markt nochmal anschauen. Und sich überlegen, also wo stehen wir, was kann man jetzt hier, also was kann man hier für eine Strategie am besten fahren. Und dazu gebe ich einfach mal ganz kurz so eine Einschätzung vom aktuellen Markt ab. Das ist also einfach jetzt nur mal meine Meinung. Sicherlich habt ihr vielleicht eine eigene Meinung und eine andere Meinung und dann würde sich natürlich auch euer Ziel mit der Strategie entsprechend ändern. Und meine Idee oder meine Meinung zu dem Markt ist folgende. Aktuell befindet sich der Markt ja so in so einer Seitwärtsphase. Man sieht es also besonders am Bitcoin. Der Bitcoin knabbert zurzeit immer wieder die 40.000 an. Jetzt war er mal zwei, drei Tage sogar über der 40.000 Dollar Marke. Aber wir sind inzwischen auch schon wieder unter die 40.000 Dollar Marke gefallen. Der Markt wird sehr stark beeinflusst durch so, ich sag mal, so Einzelereignisse, wie jetzt, dass wieder Elon Musk etwas über Bitcoin getwittert hat. Oder dass irgendwie Regulierungsnachrichten kommen. Man sieht das hier auch sehr schön, wie hier der ganze Bitcoin-Kurs immer wieder seitwärts verläuft. Aber das sind jetzt die letzten 7 Tage, also hier geht es um die letzten Tage. Das hier ist der Anstieg, der durch diesen Tweet von Elon Musk verursacht wurde. Es gibt auch immer mal wieder so indifferente Nachrichten aus China, was jetzt so das Mining angeht. Also die wollen, auf der einen Seite wird das Mining quasi verboten, auf der anderen Seite dann vereinzelt wieder erlaubt und so. Also ein Hin und Her und die Regulierungsnews, es nimmt ja massiv zu, dass also Regulierung jetzt immer mehr quasi den Kryptomarkt auf den Schirm nimmt. In meiner Meinung nach zurzeit sind eher die Stablecoins im Fokus. Immer wieder sagen Regulierer, also oberste Banker oder was weiß ich, Hedgefondsmanager oder so,
Also das quasi Krypto wird von denen nicht wirklich ernst genommen, also Bitcoin, Ethereum und so weiter. Die Stablecoins sind natürlich das interessantere Projekt, weil das an den Dollar gebunden ist und so. Und das schaut man sich genauer an und an der Stelle möchte man dann gerne auch regulierend eingreifen. Bitcoin ist ja eigentlich keine richtige Währung und funktioniert auch gar nicht richtig. Und wenn überhaupt, dann wird bei Bitcoin eher der Fokus darauf gelegt, das ist auch ganz schmutziges Geld, weil die Umwelt ist ein Umweltdesaster und so weiter. Also es gab hier zum Beispiel auf Spiegel Online einen Artikel, vielleicht finde ich den jetzt sogar auf Anhieb. Schauen wir mal einfach hier, ich gebe mal Bitcoin ein. Mal sehen, also vielleicht finde ich den noch. Wurde auch mal wieder gesagt, also wir haben hier ist das schon. Also Bitcoin sind nur für zwei Dinge gut, zum Spekulieren und für Lösegeld. Das ist Augustin Carstens, der, wie es hieß hier, der weltweit oberste Zentralbanker Augustin Carstens. Jetzt, also mal ehrlich, wer ist ein weltweit oberster Zentralbanker? Also es ist wieder der totale... Also was ist das hier wieder für ein Niveau eigentlich, auf dem hier immer wieder berichtet wird? Schauen wir doch mal, wer ist Augustin Carstens? Was macht der? Also ist aus Mexiko, Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. So, und wieso ist er jetzt der weltweit oberste Zentralbanker? Keine Ahnung, also... Naja, jedenfalls er hat dann auch wieder also gesagt, so ja, Bitcoin nehmen wir eigentlich gar nicht ernst, weil man kann mit Bitcoin gar nicht viel machen, spekulieren und Lösegeldzahlungen. Ich meine, mir fallen wahrscheinlich noch aus dem Stand 20 andere Sachen ein, die man mit Bitcoin richtig gut machen kann, aber gut, es sind für ihn diese zwei Dinge. Aber Stablecoins schaut man sich genauer an, ist eine spannende Technologie und so weiter. Also ne, das ist so im Prinzip das, was jetzt gerade zurzeit läuft. Viel öffentliche Meinungsmache, viele Kleinigkeiten, die den Kurs irgendwie beeinflussen. Der Bitcoin stürzt aber noch nicht richtig ab. Wir halten uns stabil unter der 40.000 Dollar Marke. Ich denke mal, jede Kleinigkeit, die jetzt kommen kann, wird quasi, könnte dafür sorgen, dass der Bitcoin-Kurs deutlich fällt. Kann aber genauso gut sein, dass es wieder raketenhaft nach oben geht. Glaube ich aber nicht. Es läuft ja parallel gerade so Covid-Öffnungen, also die weltweit gibt es ja Lockerungen, Covid ist eher rückläufig und das heißt also, die Leute haben wieder Geld zum Ausgeben. Ich denke mal, dass also viele jetzt auch sich aus diesem ganzen Business rausziehen, wie lege ich mein Geld an, also man sitzt die ganze Zeit zu Hause, hat nichts zu tun und überlegt, was macht man mit der Kohle, die man jetzt nicht ausgeben kann. Und auch das wird zurückgehen. Stattdessen werden die Leute mehr Geld ausgeben. Das heißt, es fließt auch weniger hier in diesen vom Retail Money in Bitcoin. Ich rechne also damit, dass das Ganze hier noch eine ganze Weile instabil bleiben wird. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass das tierisch steigen wird, der Bitcoin so. Dann andere Projekte, Ether. Ich rede hier von den großen Ether, Cardano, Polkadot. Das sind eigentlich für mich so die großen Projekte, die für mich eine technologische Basis haben, auf die man aufbauen kann. Bei denen ist es mir egal, wie der Kurs verläuft. Ich weiß, dass der langfristig steigen wird. Denn es wird bei Ethereum Ether 2.0 spätestens nächstes Jahr dann kommen. Polkadot startet gerade richtig durch. Wir haben, weil ja die Parachain Auctions gekommen sind und Cardano ist quasi auch in den Startlöchern mit der Smart Contract Technologie, die dort eingeführt wird, sodass wir also im Grunde hier jetzt relativ sicher einsteigen können, denn es ist egal, ob das jetzt noch mal runtergeht, langfristig gesehen wird das hochgehen. Deshalb ist meine Strategie zurzeit, ich werde jetzt die Coins akkumulieren, die mir wichtig sind, von denen ich also langfristig glaube, dass sie steigen werden, bei denen es mir egal ist, ob der Kurs kurzfristig rauf oder runter geht. Es geht also nicht um so kleine Projekte wie jetzt zum Beispiel, also kleine Projekte in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Theta Network oder hier der Internetcomputer oder sowas. Das sind so Sachen, denen gebe ich irgendwie im Grunde eine limitierte Aktualität, also ich glaube, dass diese Dinge irgendwie auch wieder verschwinden werden. Beim Internetcomputer kann man drüber streiten, aber das Projekt ist interessant, schaut es euch mal an, aber ich weiß nicht, ob das hier wirklich so die Lösung ist, die es verspricht. Ganz zu schweigen auch von so Sachen wie Uniswap oder ja klar, über den Dogecoin brauchen wir gar nicht sprechen. Ne? Also das sind Sachen, in die würde ich jetzt nicht so langfristig investieren. Uniswap natürlich schon eher. Uniswap, ein DEX, ein sehr wichtiger DEX, wird vielleicht auch bleiben, aber ich glaube, die Bedeutung von Uniswap verglichen mit Polkadot oder Cardano ist, kann man glaube ich irgendwie
das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. So, also ich möchte jetzt erstmal in die großen, in die quasi High-Cap-Altcoins, wie zum Beispiel Ethereum oder Cardano oder Polkadot. Da möchte ich rein, das möchte ich akkumulieren und diese Strategie, die wir machen, die wird dazu dienen, dass also das Ganze, was hier an Ertrag rauskommt, das werde ich investieren in eine von den dreien. Und jetzt ist einfach die Frage, so welchen von den dreien nehmen wir? Denn wir haben jetzt hier irgendwie $1,000, $1,200 Wert, jetzt sind es 1,370 mal wieder, könnten auch wieder weniger werden. Nicht so viel Ertragspotenzial, was ich also normalerweise machen würde, ist, ich würde einfach kaufen jetzt. Ne? Also ich würde jetzt nicht irgendwie hier mit so einer fancy DeFi-Strategie arbeiten, sondern ich würde erstmal diese drei kaufen, aber und dann später vielleicht mit Stablecoins, mit Reserven, die ich habe, eine DeFi-Strategie fahren. Aber jetzt hier, es geht ja jetzt darum, gemeinsam also ein Polygon-Wallet aufzubauen, ein DeFi-Wallet auf Polygon-Basis. Und das Ziel hier ist für mich jetzt also eine von diesen drei Tokens, Ethereum, Polkadot oder Cardano zu kaufen. Und jetzt ist die Frage natürlich, welches kaufen wir davon? Und da habe ich inzwischen eine Methodik entwickelt, die ich hier einfach gerne mal vorstellen möchte. Und zwar bin ich hier auf der Seite TradingView. Das hier ist TradingView. TradingView ist ein eigenständiges Produkt, tradingview.com. Aber TradingView kommt auch immer mal wieder vor. Wenn man zum Beispiel hier bei CoinGecko ist, dann kann man sich hier also quasi TradingView importieren. Das ist ein Portal, das quasi darstellt, indem man Kurse gucken kann, so ganz simpel gesagt. Ne? Und zwar alle möglichen. Man muss sich hier leider registrieren, weil ansonsten wird man hier totgenervt von Werbung. Und das ist halt so, aber dieses Tool ist mega, mega wertvoll und es ist vielleicht irgendwie sinnvoll, wenn man also viel DeFi macht und professionell DeFi macht, ist das hier auf jeden Fall eine Investition wert. Denn hier hat man so alle möglichen Analysemöglichkeiten und das ist also schon das Geld durchaus wert. Ja, was mache ich hier? Also die Frage ist jetzt, welche von diesen drei Tokens möchte ich kaufen? Ich muss mich für einen entscheiden. Für alle drei haben wir nicht genug Ertragspotenzial bei dem kleinen Betrag. So, das heißt, wir müssen die mal vergleichen und überlegen, was günstiger ist. Und was ich neulich entdeckt habe, was sehr, sehr cool ist, das ist, man kann hier nicht nur einen Kurs gucken, sondern man kann Kurse in Relation zueinander setzen. Das heißt also, ich würde hier, wenn hier sieht man zum Beispiel den Matic-Kurs, den Kurs von Matic, über die letzten drei Monate von April bis heute. Und da sieht man, der Matic hat also einen schönen raketenhaften Aufstieg hingelegt, bis $2,60 oder $2,40, $2,45 oder so ist er hochgegangen. Und jetzt sind wir ja so, wie gesagt, bei ungefähr $1,53. 54 ist er jetzt und jetzt kann man natürlich einfach anfangen, hier die anderen Kurse mal einzubauen, indem man hier den Dot einbaut und dann macht man noch den Ether da rein. Nehmen wir mal im Vergleich zum USDT und dann, was hatten wir noch, den ADA. Ne? Das kann man natürlich machen und dann sieht man halt, gut, hier sind die Kurse in verschiedenen Farben und dann sieht man, naja gut, alle Kurse verlaufen so mehr oder weniger parallel. Der Ether hat ein paar andere Ausschläge, aber wenn man sich das mal anguckt, es ist schon echt erstaunlich, wie parallel sich diese Kurse hier bewegen. Ne? Aber dieses ganze Thema hier, das sagt mir, also diese ganze Darstellung, das sagt mir jetzt nicht aus, welchen kaufe ich. Ne? Also wer ist jetzt am günstigsten von denen? Das ist ja die Frage, weil wir wollen ja unten einsteigen, um möglichst hohes Ertragspotenzial zu haben. Und da ist also, welche von den dreien hier ist jetzt am günstigsten zu kaufen? Was ist hier die beste Wahl von diesen dreien? Und dafür mache ich jetzt erstmal diese drei wieder weg, die drei Kurse, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und stattdessen nehme ich jetzt mal ein Verhältnis. Und zwar kann ich hier tatsächlich ein Verhältnis eingeben, indem ich den Matic-Kurs gegen den Dollar, das ist also ein Kurs, Matic gegen USDT, dividiere durch den Kurs Ether gegen USDT. Und dieses Verhältnis von Matic zu Ether im Vergleich zum USDT, also die beiden Kurse ins Verhältnis zueinander gesetzt, die kann ich mir hier auch abtragen lassen, das Verhältnis. Und das kann ich mir auch anzeigen lassen als Prozent. Das heißt, der Preis vom Ether in Matic gerechnet ist quasi der Preis vom Ether in Matic gerechnet, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ist gestiegen
Nein, der ist nämlich gefallen. Das heißt also, der Preis vom Matic im Vergleich zum Ether ist gestiegen. So, ne? Also das heißt, der Ether ist günstiger geworden gegenüber dem Matic. Das sieht man ja hier sehr deutlich. Das Ganze ist also angestiegen. Man kann auch so sagen, der Matic ist stärker gestiegen als der Ether in letzter Zeit. Und das entspricht ja tatsächlich auch den Kurven, die wir gesehen haben. Und jetzt kann ich also im Grunde einen Vergleich anstellen. Ne? Also ich sehe hier, der Ether ist quasi günstiger geworden gegenüber dem Matic. Und jetzt vergleiche ich das mit den anderen. Das heißt, ich füge jetzt noch ein Symbol hinzu und nehme hier wieder den Matic. Und vergleiche das mal mit dem Dot. Dem Polkadot. Oder machen wir einfach den ADA. Nehmen wir ADA. Und dann sehen wir, dass tatsächlich der ADA deutlich besser dasteht als der Ether. Und dann nehmen wir einfach nochmal den Dot dazu und dann vergleichen wir das Ganze. Gegen den Dot USDT. So. Und damit, weil wir jetzt hier in Prozenten rechnen, ne, ist das also sehr gut vergleichbar. Man kann das nicht machen, wenn man nicht in Prozente rechnet, weil dann sieht man also hier, der Ether ist so eine flache Linie, der Dot ist irgendwie so eine kleine grüne Linie und ADA ist sehr viel höher. Aber das liegt natürlich daran, dass die absoluten Werte der Kurse irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Also der ADA ist ja sehr, sehr klein, das sind sehr kleine Zahlen, deshalb ist also der Bruch hier sehr hoch. Und das spielt, also so kann man nicht arbeiten. Man muss auf jeden Fall sich die prozentuale Entwicklung anschauen. Und da sieht man ganz deutlich, dass also der Dot hier im Verhältnis zum Matic nicht so stark gestiegen ist. Ne? Also der Matic-Token ist sehr viel stärker gestiegen als der Dot in den letzten Monaten. Das heißt also, ich bekomme für meine Matics, die ich habe, wesentlich mehr Dots im Verhältnis zu ADA und auch zu Ether. Ether wäre also der ungünstigste Fall. Matic wäre der quasi ADA wäre der mittelgünstigste Fall und der günstigste Fall ist quasi hier Dot. Ne? Also Dot ist quasi der beste Wert, den ich für meine Matics bekommen kann. Und das ist also jetzt quasi, das ist für mich jetzt die Grundlage, also für meine Entscheidung. Ihr könnt das natürlich alles komplett anders machen. Also ich habe das jetzt hier sehr, ich sag mal, methodisch gemacht, aber das ist, heißt ja, wie das jetzt in der Vergangenheit gelaufen ist. Ne? Das sagt ja auch nichts über die Zukunft aus. Ich habe aber sowieso auch subjektiv das Gefühl, dass jetzt zurzeit der Polkadot erstmal dran ist, weil da demnächst die Parachain-Auctions sind. Das hat sich im Kurs noch nicht richtig abgebildet. Jetzt kann man sagen, das ist womöglich schon eingepreist. Aber ich glaube, dass also beim Polkadot, wenn die entsprechenden Parachain-Auctions auch bei Polkadot losgehen, dann wird es sicherlich nochmal einen Kursschub geben. So bin ich also subjektiv jetzt sowieso der Meinung, ich möchte am liebsten Dot kaufen und Dot akkumulieren zurzeit. Aber das ist subjektiv und objektiv, man sieht es hier an diesen Kursen auch. Und jetzt hat man also hier im Grunde, für mich ist das also jetzt klar, das Ziel von dieser ganzen Strategie ist jetzt, ich möchte Dot akkumulieren. Und das ist etwas, das werden wir dann nächste Woche richtig anfangen. Aber jetzt als erstes müssen wir erstmal unsere Matic vernünftig für uns arbeiten lassen. Ich mache das jetzt hier mal zu, TradingView, die Kurse kommen auch weg. Wir sind jetzt hier also bei Beefy, hier liegen unsere Matic und wir möchten die gerne jetzt bei Aave einlegen. Bei Aave, das ist ein Lending-Protokoll und bei einem Lending-Protokoll kann man ja Assets einlegen und sich dafür dann Assets leihen. Wie das genau funktioniert, das erkläre ich auch in einem anderen Video. Heute geht es einfach nur darum, jetzt mal praktisch zu machen, das zu machen. Und zwar, wie löse ich jetzt hier die ganze Angelegenheit auf? Meine Matic-Tokens, 899 waren es, jetzt sind es 901. Die hebe ich ab, indem ich hier, also erstmal, ich kann mir meine eingezahlten, also die Vaults, in die ich eingezahlt habe, anzeigen lassen, indem ich hier zum Beispiel, ich mache mal den Filter nochmal zurück, jetzt sind hier alle Anlagemöglichkeiten bei Beefy. Und wenn ich jetzt sehen möchte, wo ich eingezahlt habe, dann klicke ich hier auf eingezahlte Vaults, dann kommt das, ne? Dann kommt Matic hier. Und ich löse das jetzt auf, ich gehe hier drauf, gehe hier auf alles auszahlen,
das ist eine Transaktion, die schicke ich jetzt raus. Ja, die ist jetzt fehlgeschlagen, weil da was mit den Gasgebühren nicht stand, nicht funktionierte. Manchmal ist das irgendwie bei Matic so, dass hier irgendwie keine richtigen Gasgebühren stehen. Ich trage mal irgendeine Zahl ein. 130.000 Gaslimit müsste eigentlich passen. So, die Transaktion ist jetzt durch. Die Matic-Tokens sollten hier auch jetzt eingehen. Da sind sie auch. 909 Matic. Das liegt daran, dass ich noch ungefähr 8 Matic in meinem Wallet hatte, um quasi Gas zu bezahlen. Und jetzt sind wir also raus aus Beefy und jetzt gehen wir rüber zu Aave. Unter app.aave.com. Hier legen wir jetzt die Matic Tokens ein. Und hier bekommen wir tatsächlich nicht so viel APY, nämlich nur 2,48%. Aber wir bekommen zusätzlich noch zu den 2,48% in Matic nochmal 5,62% in WMATIC Tokens. Das ist sowas ähnliches wie Matic, eigentlich also vom Wert her identisch. Wir bekommen also quasi noch Rewards, dass wir hier mitmachen. Und das wird sich dann vielleicht lohnen. Wir packen also jetzt unsere Matic Tokens hier rein. Wie immer, nicht alles auf einmal, ne? Also nicht die ganzen 909, weil dann haben wir keine Tokens mehr für Gas. Stattdessen nehme ich also wieder die 901, die wir gerade abgeholt haben. Und im Grunde wird wahrscheinlich ein Matic auch reichen für das ganze Gas, das wir hier bezahlen. Aber ich lasse jetzt einfach mal so, ich nehme jetzt mal das, was wir wirklich vorher entnommen haben, das tue ich hier rein, also 901. Und schicke diese ganze Transaktion ab. Ich erhöhe jetzt hier mal das Gas, weil ich habe gerade gemerkt, das Ganze ist ein bisschen langsam. Und da ja irgendwie 5 Gray quasi kein echtes Geld ist, also sehr wenig, unter 1 Cent oder so, ist mir das auch egal. Biete ich also jetzt mal was mehr. Ganz so aus, als wenn die ganze Transaktion wieder nicht geklappt hat. Hier. This will fail. Also nochmal. Ja, also hier ist echt der Wurm drin gerade. Ich versuche das gerade nochmal, ich mache mal kurz eine Pause, versuche das irgendwie zu richten und dann melde ich mich nochmal. So, die Transaktion hat jetzt geklappt. Also wie habe ich das behoben? Ich habe einfach die Seite nochmal neu geladen und habe nochmal ganz von vorne angefangen. Es wird also sich auf jeden Fall lohnen, jetzt nochmal ein bisschen im Nachgang nach dem Stream hier oder nach dem Video zu recherchieren, was da eigentlich los ist. Vielleicht ist bei Matic irgendwas, was ich jetzt nicht mitgekriegt habe. Okay, also die Einlage hat geklappt. Unsere Tokens sind jetzt quasi da drin. Gehen wir mal hier aufs Dashboard. Das sieht man auch hier oben, My Dashboard. Und jetzt sehen wir hier, wir haben hier 901 Matic eingelegt. Genau 901, aber man sieht auch schon, wenn man mit der Maus da drüber fährt, wie jetzt langsam, aber sicher unser Matic-Bestand steigt. Zwar noch ganz weit hinter den Nachkommastellen, das bringt es jetzt noch gar nicht. Wir haben ja auch eine Jahres-APY von 2,48%, also hätten wir ja irgendwie vielleicht 10, 20 Matic oder so, endet nichts. Also wenn ein Jahr rum ist, verdient, was ja nichts ist. Ne? Also das ist jetzt auch nicht hier der Sinn, irgendwie hier mit der APY viel Geld zu verdienen. Das kann ja nicht funktionieren, sondern der Sinn ist, dass wir jetzt hier eine Einlage gemacht haben, dass wir quasi über diese zwei APY ein bisschen was haben, was wir an Yield hier abrufen können. Und gleichzeitig aber, wenn der Matic-Token steigen würde, dann könnten wir hier von der Kurssteigerung profitieren, weil wir haben unsere Matic-Tokens nicht verkauft, wir haben die nur hier in dieses Protokoll eingelegt und wenn der Kurs steigt, dann profitieren wir davon. So. Und hier oben sieht man jetzt auch, dass Rewards verfügbar sind, nämlich unter 0,01 WMATIC, die man noch abholen kann mit dem Claim-Knopf. Das können wir jetzt also regelmäßig tun. Das bezieht sich auf diese APR hier von 5,63%, die wir also jetzt in einem Jahr hier verdienen würden, theoretisch. Diese Zinsen hier sind allerdings, das muss man ganz klar dazu sagen, auch marktabhängig. Das heißt, zurzeit sind diese Zinsen sehr niedrig, aber auf Dauer
ist es möglich, dass dieser Zinssatz tatsächlich auf 10%, 15%, 20% sogar hochgeht. Das hängt wirklich davon ab, wie beliebt die Matic-Tokens sind und wie viele von diesen Tokens entnommen sind. Das bedeutet hier in diesem Fall, die Matic-Tokens sind zurzeit nicht so beliebt, denn der Zinssatz ist relativ niedrig. Das bedeutet, hier in diesem Lending-Protokoll liegen viele Matics rum. Und weil viele Matics ungenutzt rumliegen, ist das Zinsniveau niedrig, denn man möchte jetzt incentivieren, dass Leute sich Matic leihen. Und weil der Zinssatz sehr günstig ist, können sich also Leute jetzt Matic sehr günstig leihen. Aber wenn irgendwann sich das umdreht, und das passiert im Markt schon mal, dann wird diese APY tatsächlich steigen. Und dann werden wir also mehr hier verdienen. Und diese Zahl hier, die wird eventuell auch hochgehen. Das ist ein Parameter, der von dieser Plattform hier frei festgelegt wird, mehr oder weniger über die Governance, nehme ich an. Das heißt also, wenn das hier mehr intensiviert werden soll, dann wird auch diese APR steigen. Das ist jetzt zurzeit noch nicht der Fall. Es ist noch nicht so richtig toll hier. Aber wenn der Kurs steigt, dann werden wir natürlich von der Kurssteigerung profitieren, weil wir können ja unsere Matic jederzeit wieder entnehmen, wenn wir möchten. Der nächste Schritt ist, wir werden uns jetzt weitere Assets leihen. Und zwar über Borrow werden wir uns jetzt hier einfach mal USDT ausleihen. Warum, wieso, weshalb? Erzähle ich, glaube ich, ein andermal. Warum nicht DAI und warum nicht USDC? Ganz grob gesagt, der USDT ist für mich ein Asset, das ich mir sehr gerne leihe, weil der Wert des USDT ein bisschen in Frage steht. Da gibt es so einiges an Gerüchten und an möglichen Problemen und so. Das heißt also, wenn der USDT im Wert sinken wird, weil diese Probleme sich irgendwann bemerkbar machen, ja, dann werden die Schulden, die ich hier habe, auch im Wert sinken. Und das ist natürlich toll, weil dann habe ich weniger Schulden, ne? Also dann wird es mir leicht fallen, das, was ich mir geliehen habe, zurückzuzahlen. Ich sehe jetzt hier, ich kann bis zu 700 USDT leihen. Und das, wenn ich das mache, dann bin ich hier bei dem Health-Faktor in einem Bereich von 1,3. 1,3 ist eigentlich noch relativ safe. Ich bekomme erst Probleme, wenn der Health-Faktor auf 1 runtergeht. Der Health-Faktor, das bedeutet, der zeigt mir an, wann ich an dem Maximum bin, was ich mir entnehmen kann, denn ich habe ja jetzt hier 1300 ungefähr Dollar an Sicherheit eingelegt, mit dem ich mein Darlehen besichere. Und das heißt, ich kann nur bis zu 700 Dollar ausleihen. Und wenn dieser Faktor auf 1 fällt, weil zum Beispiel der Matic-Token im Wert fällt, dann wird meine Position liquidiert, zumindest ein Teil meiner Position, weil die Sicherheit, der Wert der Sicherheit, die ich eingelegt habe, nicht mehr ausreicht, um mein Darlehen zu besichern. Dann wird liquidiert. Und damit das nicht passiert und ich auch irgendwie quasi hier nicht dauernd nachgucken muss, wenn der Matic-Token im Wert fällt, ziehe ich das einfach mal ein bisschen hoch auf, sagen wir mal, 1,8. Das ist so eine relativ sichere Angelegenheit, also 1,18, anders lässt es sich nicht einstellen. Oder ich nehme mir einfach mal glatt 500 US-Dollar raus, ne? Dann bin ich also bei einem Health-Faktor von 1,82, habe ich noch ganz schön Reserve bis 1 und das Ganze werde ich jetzt einfach mal abschicken. Ich muss hier zustimmen, dass also die Zinsrate variabel ist. Der Zins hier ist sehr günstig mit 3,83 für DeFi-Verhältnisse. Auch das liegt daran, dass wahrscheinlich hier sehr, sehr viele USDT ungenutzt im Topf rumliegen. Man sieht es ja hier auch, es sind 70 Millionen USDT, die hier noch verfügbar sind, die ich also theoretisch entnehmen könnte, wenn ich genug Sicherheit hinterlegen könnte. Aber das heißt also, dieses Asset hier ist im Moment auch nicht so beliebt auszuleihen. Ich nehme mal an, dass einfach viel mehr Einlagen da sind, ganz allgemein, als ausgeliehen wird, weil der Markt sich in dieser Phase befindet, die ich eben beschrieben habe. Es ist noch nicht viel Musik im Markt und sobald hier Volatilität aufkommt, werden diese Zinssätze auch ordentlich in Bewegung geraten. Aber darüber sprechen wir ein andermal, wenn es soweit ist. Also 3,83% APY nehme ich an, schiebe die ganze Transaktion raus. Ja, und schon wieder schlägt das Ganze fehl. Ich werde dann nochmal neu laden. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich hier zu lange gesprochen oder so und es hat sich alles geändert. Ich versuche es einfach nochmal. So, jetzt geht die Transaktion also raus. Und wenn die Transaktion abgeschlossen ist,
dann habe ich 500 USDT in meinem MetaMask Wallet auf Polygon. Hier ist die Transaktion. Damit das Ganze jetzt nicht zu lang dauert, gehe ich mal auf Beschleunigen und biete mal 5 Gas, also 5 Gray Gas. Mal schauen. Normalerweise geht die dann sehr viel schneller durch. So, und ich warte jetzt einfach mal noch ein bisschen. Aber während wir das machen, gehen wir doch einfach nochmal zurück auf Beefy und schauen mal. Ja, jetzt bin ich in der falschen Blockchain, glaube ich. Ja. Auf Binance, in der Binance-Version. Dann schalte ich mal um hier auf Polygon. So. Und dann suche ich mal quasi den USDT raus und schau mal, wo ich hier das beste Yield bekomme. Und zwar, oder die beste APY. Und zwar möchte ich aber nicht in diese Kombinationen hier einzahlen, sondern ich möchte den USDT einzeln haben. Vielleicht gibt es da was. Gibt es natürlich nicht. Das ist schade. Das heißt also, dann kann ich hier mit dem USDT erstmal so richtig gar nichts anfangen. Das ist aber irgendwie auch total okay für mich erstmal. Denn es ging jetzt erstmal darum, diese Collateralized Debt Position dabei Aave aufzumachen. Und dann würde ich jetzt einfach mal warten bis nächste Woche und würde dann nächste Woche mit den Stablecoins quasi anfangen, weiter vernünftig zu arbeiten. Der Weg wird wahrscheinlich dahin, dass wir auf Curve gehen. Und bei Curve kann man also jetzt die Assets einlegen. Das ist, glaube ich, die Adresse ist, glaube ich, polygon.curve.fi. Genau, also hier kann man auch USDT anlegen in einen Pool, nämlich in den Aave-Pool hier. Und hier bekäme man also Rewards in Höhe von 20% WMATIC. Das ist natürlich echt eine Menge. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch sogar in Versuchung, die hier irgendwie einzulegen, heute schon, weil noch eine Woche warten ohne Rewards ist ja irgendwie auch nichts, ne? Mal überlegen. Nee, das dauert zu lange. Video ist schon lang genug. Machen wir nächste Woche. Okay, also, die Transaktion läuft, glaube ich, noch. Ich habe noch keine Bestätigung bekommen. Doch, habe ich. Schauen wir mal hier bei den Assets. Hier sind die USDT nicht aufgeführt. Das ist was, was wir jetzt hier noch zusammen nachholen. Und zwar gehen wir dafür auf den Blockchain Explorer von Matic oder von Polygon. Das mache ich, indem ich hier in meinem Wallet mit den drei Pünktchen auf im Explorer anzeigen gehe. Dann bin ich auf dem richtigen Blockchain Explorer von Polygon und dann suche ich hier USDT raus. Und dann kommen hier so ganz viele Easy USDT und so weiter. Aber ich glaube, es ist der erste, der Tether USD, USDT, POS heißt Proof of Stake. Also das ist irgendwie quasi eine Blockchain, die hier von Polygon zur Verfügung gestellt wird. Hier steht auch tether.to, das ist die richtige URL. Und hier in dem Fall mache ich mir überhaupt keine Sorgen, ob das jetzt der richtige oder der falsche Token ist, denn ich habe ja 500 USDT da drauf. Die müsste ich da eigentlich haben. Das heißt, wenn ich jetzt einen falschen auswähle, hätte ich eine Balance von 0. Ne? Ich nehme den also, wähle den aus, kopiere mir die Adresse dieses Smart Contracts, der für diesen Token zuständig ist, hier mit diesem Knöpfchen, Copy Address, gehe auf auf MetaMask, gehe auf Token hinzufügen, füge diesen Token hinzu, die Adresse hier oben und dann sehe ich auch schon, das Tokensymbol wird richtig angezeigt, USDT, importiere den in mein Wallet und da sind tatsächlich die 500 USDT, die ich auch erwarten würde. So, jetzt habe ich hier gerade was gesehen und zwar die 901, die hier angezeigt werden bei mir. Ne? Das sind, wie man hier auch sieht, 901 AMW-Matic. Und das ist quasi ein Token, den ich als Quittung bekomme, weil ich bei Aave etwas eingelegt habe. Ich habe bei Aave 901 Tokens eingelegt und diese Tokens, die ich da eingelegt habe, dafür bekomme ich eine Quittung in Form von 900 AAV-Matic Tokens. Also das heißt, das hier ist quasi meine Quittung und da diese Quittung auch ein Token ist, kann ich mit diesem Token tatsächlich alles Mögliche machen. Ich kann den zum Beispiel versenden an jemand anders. Also
Ich kann den auch quasi traden, wenn ich irgendeine Plattform finde zum Traden, aber ich muss dabei im Hinterkopf behalten, dass das ja meine Sicherheit ist für das Darlehen. Das heißt, wenn ich die aus der Hand gebe, dann ist mein Darlehen nicht mehr ausreichend besichert und dann wird das zu einer Liquidierung führen, zumindest wenn ich zu viele von denen abgebe, weil der Wert meiner Einlage dann nicht mehr ausreicht, um mein Darlehen zu besichern. Also ganz klar an dem Punkt, diese Tokens lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Vielleicht kann man damit später noch was machen, aber jetzt im Moment lassen wir die in Ruhe. Das ist unsere Quittung, die bewahren wir auf. Die 500 USDT, die wir uns entnommen haben, die sind im Wallet angekommen. Und hier ist der Rest, der Rest, den wir fürs Gas gebrauchen. Und in dem Zustand lassen wir das Wallet jetzt einfach mal für eine Woche laufen. Ganz kurz, auch ganz wichtig jetzt, da wir jetzt also Schulden haben bei Aave, müssen wir ein bisschen den Kurs des Matic-Tokens im Auge behalten und vor allem den Health-Faktor hier. Das heißt also, ab jetzt ist unsere Aufgabe, jeden Tag hier mal drauf zu schauen und zu sehen, ob der Health-Faktor bei 1,8 liegt. Der sollte möglichst über 1,3 liegen. Es ist egal, wenn er runtergeht auf 1,3. Es ist auch erstmal egal, dass er, wenn er hochgeht auf 2 oder so, das ist alles jetzt mal im Moment egal. Aber wenn der Token, wenn hier der Health-Faktor auf unter 1,3 fällt, dann wäre es wirklich an der Zeit, quasi von den 500 USDT, die wir im Wallet haben, welche zurückzugeben, zurückzuzahlen an Aave, indem man hier auf Repay geht und dann hier also eine entsprechende Zahl, zum Beispiel $100 oder sowas zurückzahlt, damit das Ganze wieder auf 1,3 kommt. Das passiert aber nur, wenn der Kurs vom Matic-Token richtig, richtig fällt, wie hoch der fallen muss und so weiter. Das sind alles Themen, über die muss man nochmal in einem separaten Video sprechen. Okay, das war's jetzt von meiner Seite. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich freue mich schon, wenn es nächste Woche weitergeht. Bis dann. Tschüss.